So, hallo und herzlich willkommen zu Gran Turismo 6. Wir sind jetzt in unserer Vorstellung der Reihe von Gran Turismo endlich beim sechsten Teil angekommen. Der Teil ist gerade hier im Dezember 2013 erschienen. Ich fahre jetzt hier gleich mal in einem schicken Ferrari die ersten Runden auf dem Trial Mountain Kurs. Moment, da. Gut, mache ich mal hier Verfolgersicht. Das zum Menü und so weiter und den ganzen Features vom Spiel kommen wir gleich. Ich will jetzt einfach zuerst mal das Spiel zeigen. Uiuiui. Und ich schlittere hier ein bisschen in der Gegend umher und dränge ein bisschen die KI-Leute hier weg. So, ein Herumschlittern ist ein gutes Stichwort, denn im Teil 6 wurde die Fahrphysik komplett überarbeitet. Und deswegen, wie soll ich sagen, fühlen sich die Wagen ein bisschen griffiger an. Man rutscht ein bisschen besser, man kann aber den Wagen auch viel besser wieder einfangen. Und ich versuche hier noch die Kurve zu kriegen. Ja, ganz locker flockig geht das. Ich schalte mal lieber wieder in meine Lieblingsansicht. Was gibt es noch zu sagen zu dem Spiel? Vor allen Dingen, es sieht toll aus. Es sieht so toll aus, also natürlich für PS3-Verhältnisse. Das Spiel läuft wieder in 1080p, was ja wirklich eine Seltenheit ist auf der PS3. Die Wagenmodelle sehen toll aus. Und das Ganze läuft in 60 Frames pro Sekunde. Das heißt, zumindest größtenteils. Manchmal gibt es nämlich hier ganz schöne Einbrüche, sagen wir mal. Hier läuft noch alles locker flockig. Ich schalte mal wieder zurück ins Cockpit. Denn die ganzen enthaltenen Wagen haben, nicht alle, aber viele haben ein sehr schönes Cockpit. Super Detailgrad. Dann kann man auch mal ein bisschen neben der Piste fahren. Steuerung funktioniert extrem gut, egal ob mit Controller oder mit Lenkrad. Natürlich werden wieder alle Lenkräder unterstützt, so wie es sich eben gehört. Ihr könnt alle Tasten einstellen, was wie belegt ist. Ihr könnt genau das Force Feedback festlegen, wie schnell der Controller reagiert auf eure Eingaben und so weiter. Hier haben wir noch die Sicht auf den Motor von dem hübschen Ferrari 430 Scuderia. Übrigens ein Wagen, den ich nicht gekauft habe hier in der Karriere, sondern den habe ich gewonnen. Und der ist perfekt für diese ganzen mittleren Rennen, die in der Karriere anstehen. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich fahre jetzt hier nur einfach mal zu Ende. Dann kann ich euch mal einen Überblick geben über das Menü und wie das Ganze hier sich so aufbaut. Vielleicht hat man es schon erahnen können. Ich habe ein bisschen schon reingespielt und ich bin gerade vom PlayStation Network abgemeldet worden, aber das ist jetzt mal völlig egal. Ui. Es ist so, ich habe schon ein bisschen Zeit reingeballert. Ich habe schon, ich weiß nicht, ich habe vorhin mal geguckt, irgendwas mit 2000 Kilometer gefahren, also schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber trotzdem ist es immer noch so, das Fahren ist immer wieder eine Herausforderung. Man hört auch immer das Reifen quietschen, was eigentlich bedeutet oder was eigentlich andeutet, dass der Wagen gleich ausbricht oder dass er einfach ins Schlittern kommt und man eben gucken muss, dass man immer ihn wieder schön einfängt. Ja. Und dann möglichst behutsam mit dem Gas und mit der Bremse spielt. Und genau das ist eigentlich einer der größten Reize in dem ganzen Spiel, eigentlich in der ganzen Reihe. Denn es geht eigentlich darum, dass ihr einfach perfekt mit jedem Auto fahren könnt. Oder im Grunde, indem ihr fahren lernt, egal mit welchem Auto zu fahren. So,
Jetzt sind wir schon mal in der dritten Runde und da kommen wir hoffentlich gleich. Ich schalte mal nochmal in die Außenansicht. So. Die Motorengeräusche sind auch scheinbar neu, wirken ein bisschen flau wie immer, aber die Motorengeräusche waren schon immer so, naja. Allerdings habe ich jetzt schon das neues Update rein. Und zwar sind wir aktuell beim Version 1.02. Und da hat Polyphony Digital, also der Macher der Serie, schon mal einiges ausgebessert und auch einige Sachen, ein paar Neuerungen eingebracht. Da kommen wir auch gleich drauf. Ich fahre jetzt noch diese Runde fertig. So. Trial Mountain hier, die Strecke. Immer wieder ein Genuss zu fahren, weil ist auch ein alter Bekannter in der Serie. War, glaube ich, schon im ersten Teil dabei. Ist in den ganzen, ich glaube, fast in jedem Teil mit dabei gewesen. Völlig zu Recht. Die Strecke ist wirklich immer noch wunderbar zu fahren. Hat viele hügelige Passagen. Enge Kurven. Schlecht einzuschätzbare Bremspunkte. Es sei denn, man hat hier die Ideallinie eingeschaltet, wie ich jetzt gerade. Das wirkt jetzt natürlich nicht so, naja, professionell, aber dann, naja, dann seht ihr mal, wie das ist, weil es wird auch genau angezeigt, wo der Bremspunkt sein soll. Allerdings sind die Bremspunkte recht, naja, nicht ungenau, ein bisschen sehr vorsichtig markiert. Fortgeschrittene Fahrer merken da gleich, da kann man schon noch ein bisschen mehr Gas geben. Wie hier zum Beispiel, da gebe ich noch ein bisschen länger Gas, bevor ich auf die Bremse steige. Und im Grunde ist die Ideallinie perfekt natürlich für Einsteiger. So, und schon sind wir im Ziel. Ich habe jetzt hier, gerade die Menüsounds abgeschalten, aber das soll jetzt mal nicht stören. Ich laber da einfach blöd drüber. Hier haben wir das Replay und im Replay seht ihr auch, wie geil die Wagen mal wieder aussehen. Und dann gehen wir hier mal raus, weil ich gerade gemerkt habe, hey, da läuft Lizenzmusik. Das können wir natürlich wieder nicht machen auf YouTube. Gut, es gibt schönen Credits und ich habe 3 Sterne verdient. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, 3 Sterne, was ist denn das schon wieder? Also für alle die, die es noch nicht kennen. In Teil 5 gab es ja diese Stufen, also diese Levels, diese Fahrerstufen von 1 bis 40. Und man hat praktisch Erfahrungspunkte gesammelt und konnte dann eben aufsteigen. Das ist jetzt alles rausgeworfen worden, das ganze System. Stattdessen gibt es einfach Sterne. So, die Sterne. Hier seht ihr das in den verschiedenen Cups und Wettbewerben, kriegt ihr überall Sterne. Die sammelt ihr, um dann eben weitere Cups freizuschalten und oder Spezialwettbewerbe und so weiter. Ebenso, das hier sind jetzt eben die normalen Wettrennen mit in verschiedenen Rennklassen. Dann gibt es Missionsrennen, wo ihr bestimmte Missionen erfüllt. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Da geht es einfach darum, dass man mit einem bestimmten Auto bestimmte, andere Gegner überholt und das möglichst flott auf Zeit. Ich habe jetzt überall schon mal Gold. Dann gibt es, machen wir hier weiter, Markenrennen wieder. Das heißt, da ist nur ein Auto zugelassen. Hier zum Beispiel der Lotus Elise oder die Chevrolet Corvette. Dann geht es gleich weiter. Es gibt wieder die Lizenzprüfungen, allerdings sind die jetzt genau in der Karriere eingearbeitet. Das sind auch wieder Prüfungen auf Zeit, damit ihr eben für die nächste Rennklasse zugelassen werdet. Dann noch ganz schnell, es gibt Kaffeepause, Herausforderungen. Die machen wir nachher. So, jetzt gucke ich mal hier mal raus, dass wir mal das Hauptmenü sehen. Da gehe ich mal hier ganz am Anfang hin. Klar, wir haben die Garage, Galerie und so weiter. Interessant ist vielleicht die Garage, die sieht neu aus.
So, wir haben hier unsere Garage, da können wir auch unsere Fahrzeugeinstellungen vornehmen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wobei vielleicht kurz für die Tuner unter euch, das Ganze ist deutlich übersichtlicher als vorher. Ich kann jetzt allerdings hier natürlich nicht alles einstellen, weil ich noch nichts eingebaut habe in den Ferrari. Soll uns jetzt nicht stören. Wir machen einfach hier bei online weiter. Wir können allerdings gerade nicht online gehen, weil ich gerade ausgeloggt bin. Macht aber auch nichts. Offene Lobby bedeutet. Ja, ich bin nicht angemeldet. Offene Lobby bedeutet. Ja, Online-Rennen. Saisonveranstaltungen sind noch ganz interessant. Da kommen, weiß ich nicht, alle paar Wochen neue Herausforderungen von den Machern. Das bringt auch gut Geld, da solltet ihr immer mitmachen. Arcade-Modus ist klar, da könnt ihr einfach ein Einzelrennen machen oder Partyspiele. Ihr könnt am Splitscreen am selben Bildschirm gegeneinander antreten, also zu zweit. Und das hier ist der Kern, der Karrieremodus in sechs verschiedenen Klassen, von Anfänger bis Super. Super fehlt mir jetzt hier gerade noch. Das fängt eben an, ja, Anfänger, das ist eben der berühmte Sunday Cup. Das ist schon alles abgeschlossen und das steigert sich eben auch je nachdem. Verschiedene Rennklassen sind hier erforderlich. Und was war das gerade für ein Soundeffekt? Ah, die GT-Weltmeisterschaft ist jetzt offen für mich. Gut. Aha. Dazu bräuchte ich allerdings auch einen passenden Rennwagen. Ja, das machen wir jetzt mal nicht. Hier gibt es eben Rennen wie, was ich, 15 Minuten lang rumfahren. Hier Regenrennen mit Traumwagen, Kart fahren, das ist auch ganz nett. Mit Tourenwagen gibt es und na, NASCAR gibt es doch heuer auch. Das war doch, wo war denn das? Irgendwo war NASCAR auf jeden Fall auch mit dabei und Rallye fahren natürlich. Wo ist denn hier? Ah, hier Staubrennen. Hier, das sind zum Beispiel die Rallye-Fahrten. Und da würde ich sagen, da gucken wir gleich mal kurz rein. So, gut, Beitritt nicht möglich ist natürlich, weil ich einen Ferrari habe ohne ja, Rallye-Bereifung. Jetzt gucken wir mal, es gibt keine passenden Autos. Wieso denn das? Ach, ich brauche Mattstreifen. Ach, ich brauche Mattstreifen. Ansonsten ist es egal, was für ein Auto. Ah. Gut, aber ich habe ja eigentlich schon eigentlich ein passendes Auto. Hier ist mal meine Garage. Hier zum Beispiel den Lancer Evolution. Das ist doch ein passendes Rallye-Auto. So, allerdings muss ich jetzt noch Mattstreifen kaufen. Geschickterweise kann ich das hier über das Schnellmenü machen. So, Mattstreifen. Kosten 3.500, alles klar, ausgerüstet. Und dann kann es schon losgehen. Also ihr seht schon, also gerade die. Oh, ich habe ein bisschen wenig Power unter der Haube. Macht nichts. Dann tunen wir das Auto noch ein bisschen. Das geht jetzt hier wieder nicht. Dann müssen wir kurz rausgehen. Ach, verdammt. Tuningteile, Anpassungsteile, Boxenservice. Wir brauchen Tuningteile. Wir brauchen mehr Power. Antrieb, wir brauchen Leistung. So, was kann mir denn hier einbauen? Stufe 3 Motortuning. Das ist ja nicht gerade viel. Von 232 auf 255 kW. Was kann ich noch ein Turbo einbauen? Turbo bringt ein bisschen mehr was. Aber das reicht ja hinten und vorne nicht für die Beschleunigung. Lachgas könnten wir natürlich auch noch einbauen. Nee, das ist einfach das falsche Auto, ganz klar. Jetzt gucke ich mal, ob wir nicht doch noch ein besseres haben. Und zwar Antrieb. Moment, da muss ich mal kurz Ergebnisse filtern nach Antrieb. Es ist natürlich wieder so, ihr sammelt natürlich massig Wagen in der ganzen Karriere. Und ja, da braucht ihr natürlich ja, irgendwie Sortierungsmöglichkeiten.
Wir haben jetzt hier einen ZZ2 Supersportwagen, der passt natürlich gar nicht. Und ach, ich habe noch ein Jubiläumsauto hier, nämlich den Audi Quattro. Der wird gleich mal benutzt. So. Staubrennen. Toskana und dann. Ach, super, der hat keine Matschreifen drauf. Die kriegt er jetzt gleich draufgeschnallt. Matsch. So, die sind da 5000. Ne? Bei dem Teil sind die aber ganz schön ein bisschen teurer hier. Hm? Das ist doch alles Abzocke. Gut. Einmal Staubrennen, bitte. Also, man hat ja schon gesehen, dass das Hauptmenü ist ja schon mal komplett anders aufgebaut und natürlich auch viel, viel übersichtlicher. Und wie man auch hier sieht, die Ladezeit ist deutlich kürzer. Das Ganze geht viel, viel schneller. Ich gehe jetzt mal warmduschermäßig auf Automatikgetriebe. Den Rest lasse ich mal an. Wobei manchmal Traktionskontrolle macht ja nicht so viel Sinn, wenn ich hier durch die Kurven driften will. Ich mache es mal auf 1. Weil ich ganz ehrlich den Audi Quattro noch nicht gefahren habe, dann lasse ich mich mal überraschen, wie das jetzt wohl abgeht. Wahrscheinlich schlitter ich komplett quer. Uiuiui, oh, ja, das dachte ich mir schon. Das Ding ist ganz schön. Es geht aber. Okay, es ist Gran Turismo typisch, sind ja die Rallye-Rennen immer sehr, 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 wie soll ich sagen, rutschig. Es ist immer sehr schwer, hier die Wagenkontrolle zu behalten. Gut, das mag natürlich realistisch sein, aber wenn jetzt zum Beispiel sich ein Colin McRae oder ein WRC-Spiel mal einlegt, dann habt ihr da irgendwie mehr Control. Over die Auto. Ja, und ich labere hier nur Käse, weil ich mich hier gleichzeitig konzentrieren muss. So, und um an den Leuten hier vorbeizuziehen. Das ist eh interessant, ein Rallye-Rennen, wo 12 Autos unterwegs sind, was ja eigentlich, ja, was es eigentlich nie gibt. Aber gut, dann machen wir das halt. So. Ich schalte hier mal auf Innenansicht. Sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. So, hier schneiden wir mal kurz die Kurve weg. Allerdings, ja, man sieht schon, die Autos sind einfach PS-mäßig deutlich überlegen gegenüber dem Audi. Wobei hier dieser Renault 5 ganz schön mitzieht. Nicht schlecht. Ja, und inzwischen rumpelt mir noch ein anderer ins Auto rein. Das machen die eh relativ gerne inzwischen, die Autos. Die Gegner, die fahren relativ aggressiv, sobald sie euch einholen und schubsen euch einfach weg, wie es gerade passt. Aber naja, macht er nichts, das kann ich ja auch. So, wir sind schon in der zweiten Runde. Ich muss jetzt hier die ersten drei Plätze noch kriegen, sonst wird das nichts mit meinen Sternen. Bin ich mal gespannt, ob das noch was wird. Ah, Mist. Ich dachte, das wird eine Linkskurve. Ist egal, fahre ich ein bisschen in der Pampa rum. Macht ja auch Spaß. Geh aus dem Weg, Burschi. Ich muss hier das Rennen gewinnen. Weil es ganz schön eng wird. Wobei, nee. Aha, das sind schon die beiden Führenden. So, jetzt packen wir uns gleich mal hier den Audi und dann kommt gleich hier der Lancia dran. So, an der Haarnadel kriege ich dich. So, schön. Ja, das war aber Glück, dass der noch zurückgezogen hat. Sonst wäre der mir gleich hier in die Seite rein. So, jetzt nur noch schön zu Ende fahren. Im Grunde macht das Rallye-Fahren doch recht Spaß, muss ich sagen. So, natürlich ohne Traktionskontrolle, weil wenn ihr die aktiviert habt, rutscht der Wagen nicht. Und die Folge ist dann einfach, ja, dass ihr automatisch
runtergepegelt wird beim Gas geben. Also ja, das heißt, das Ganze macht einfach nicht wirklich Spaß. Deswegen meine Empfehlung, immer Traktionskontrolle runter. Vor allen Dingen bei Rallye. Auf der Straße müsst ihr gucken, wie schnell der Wagen wirklich ist. Vorangestellt ist immer Stufe 5, also von 10. Da könnt ihr auch nach und nach runterpegeln. Dann werden nämlich eure Rundenzeiten deutlich, deutlich schneller. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nee, ist auch wirklich so. Da habt ihr nämlich auch mehr Wagenkontrolle. Allerdings ist das natürlich auch mehr Risiko. So. Dann schauen wir kurz auf die Uhr. Schon 20 Minuten. Mensch, in Gran Turismo, da vergeht die Zeit immer so schnell. Ich werde jetzt ganz schnell wieder zurück ins Menü hüpfen, damit ich euch noch einen weiteren Einblick hier geben kann, was hier noch geboten ist. Am besten schauen wir jetzt nochmal schnell zum Autohändler. Beziehungsweise, nein, wir schauen noch nicht zum Autohändler. Ich noch ganz kurz, das fahre ich jetzt nicht, aber zeige ich euch schnell. Es gibt, wie gesagt, hier diese 6 Rennklassen. Und es gibt jetzt neu die Red Bull X Challenge. Das kennen vielleicht Leute, die den 5er gespielt haben. Es gibt wieder diesen Red Bull X irgendwas, in diesem Fall X 2014. Allerdings den Junior erstmal, also das ist die kleinere Version. Den richtigen gibt es erst in einem der nächsten Updates wohl. Zusätzlich gibt es jetzt auch noch Kartfahren mit unter Red Bull Flagge. Aber wir wollen uns jetzt einfach mal kurz die Autohändler anschauen. Und das ist eine riesige Auswahl. Über 100 Hersteller gibt es hier. Und ja, hier ist im Grunde alles dabei, was man so will, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hier ein schöner FXX zum Beispiel. Im Teil 5 gab es ja noch die Unterscheidung zwischen Standard- und Premiumwagen. Das ist jetzt im 6er fast eliminiert. Nicht wirklich eliminiert. Es gibt im Grunde, dass das Spiel sagt nicht, welches Auto noch ein Standard ist und welches Premium ist. Zum Beispiel können wir hier mal reingehen, genau bei Audi. Da ist es so, dass zum Beispiel hier der alte Quattro, der normale, das ist zum Beispiel ein Standardauto. Das sieht man meistens erst, wenn man gekauft hat und ins Cockpit schaut, weil das Cockpit ist immer noch nur noch schwarz. Das ist beim 5er auch schon so gewesen, dass die Standardwagen nur ein schwarzes Cockpit haben. Das ist jetzt auch wieder so. Sprich, die haben kein ausmodelliertes Cockpit, so wie die coolen Wagen, sondern nur schwarz. Äußerlich sehen sie auch ein bisschen einfacher aus als die Premium-Wagen. Allerdings kann man sie jetzt fast nicht mehr so richtig unterscheiden, teilweise zumindest. Hier haben wir einen Audi S4, das ist auch ein Standardwagen. Ja, der ist jetzt hier, sieht jetzt trotzdem recht gut aus, würde ich sagen. Im Verhältnis dazu zum Beispiel hier ein neuer R8. Der sieht natürlich ein Stück weit noch detailreicher aus. So, wenn er mal geladen ist, hier ist er. Gut, das mal kurz zum Autohändler, beziehungsweise wir schauen hier noch durch. Es ist hier nämlich geordnet nach Europa, nach Asien und Pazifik. Also sprich, es gibt auch australische, Holden zum Beispiel ist eine australische Marke. Und natürlich die Japaner sind hier dabei und natürlich die amerikanischen Marken wie Chrysler, Dodge, Chevrolet und so weiter. Gut. Dann, richtig, das ist auch noch neu. Es gibt Vision GT, Vision GT. Hier werden Konzeptautos vorgestellt eigentlich. Hier sollen nach und nach neue Konzeptwagen immer reinkommen. Und am Anfang jetzt hier gibt es nur den Mercedes. Und lustigerweise kriegt man den gleich mal geschenkt, so, wo das Ganze online ging. Danach kann man ihn nochmal kaufen. Kostet 1 Million, das ist ganz schön happig. Schönes Gerät, kann man bestimmt mal gut brauchen in der Karriere. Wir haben, das kann man noch gucken, das ist vielleicht noch ganz interessant. Bei Status kann man nicht gucken, wie weit man schon ist. Hier 62% Spielfortschritt. Allerdings das Interessante wirklich ist hier unten, weil man dort sieht, welches
welche Autos man am liebsten fährt. Und das ist überall, in jeder Kategorie, also längste Fahrt, meiste Siege und Höchstgeschwindigkeit, der Tommy Kaira ZZ2. Und das hier, das Gerät ist ein absoluter, eigentlich ein absoluter Geheimtipp, würde ich sagen. Das ist ein japanisches Auto. So. So, genau. Und zwar ist das ein Mittelmotor-Supersportwagen mit Allradantrieb und verdammt viel Power unter der Haube. Damit habe ich extrem viele Rennen gewonnen. Und das Geile ist, der ist irre billig. Und zwar, da gucken wir mal schnell. Das ist ein japanischer... Das ist so Tommy Kaira. Da, der kostet nur 60.000. Also das ist wirklich ein Schnäppchen. Das ist eine gute Investition, weil das Ding geht wie Sau. Ist ein bisschen empfindlich im Grenzbereich. Da müsst ihr echt aufpassen. Aber an sich super Gerät. So, das nur dazu. Wir gucken jetzt noch rein bei... Genau, wir gucken jetzt bei den Spezialwettbewerben rein. Hier Goodwood Festival of Speed und die Monderkundung. Haha, was gibt's denn hier alles? Goodwood Festival of Speed. Das ist diese jährliche Motorsportveranstaltung in England. Und da fährt man diesen Kurs, also ein kurzes Bergrennen. Das machen wir jetzt glatt mal mit irgendeinem schönen alten Auto, weil das ist ja eigentlich so ein klassische Veranstaltung. Das ist relativ kurzes Rennen, aber allerdings könnt ihr eben da auch mit der entsprechenden Bestzeit und einem Goldpokal, den ihr dann dafür kriegt, könnt ihr schöne Wagen gewinnen. Da starten wir gleich mal in dem Lamborghini Countach. Auch ein Klassiker, ein absoluter Supersportwagen-Klassiker, denn das war eigentlich früher, so in den 80ern und vielleicht noch in den 90ern, der Traumwagen, ja, den man sich als Poster übers Bett hängt. Zumindest bei den älteren Spielern unter euch. Aber ich weiß schon, also wer es... Die Leute wissen schon genau, was ich meine, die es noch kennen von damals. Klingt allerdings ein bisschen wie ein Rasenmäher. Schade. Innen sieht man gar nichts, es ist total dunkel. Dann schalten wir lieber mal auf Verfolgeransicht. Okay, gut, das war mal schon mal nichts. Disqualifiziert, weil ich die Strecke verlassen habe. Jetzt mache ich das nochmal in vernünftiger Weise. So, ach genau, was auch noch so ein Streitpunkt früher war, ja, das ist fast immer noch, zum einen, es heißt Lamborghini, nicht Lamborghini oder sonst ein blöder Name, und es heißt wirklich Countach und nicht Countach oder sonst irgendwas. Das ist wohl auch so scheinbar ein italienischer Begriff. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ist auch komisch, dass der Wagen so heißt, weil sonst hat Lamborghini ihre Wagen immer nach Stieren benannt, nach spanischen Stieren. So, wir heizen jetzt hier, eigentlich fast ein bisschen durch die Pampa. Sehen fast nicht, wo es hingeht. Na gut, den Kurs kenne ich jetzt schon ein bisschen. Hier nahe der Wand entlang. So, und kommen gleich übers Ziel mit einer, mit einer Bronzezeit. Das war jetzt nicht besonders, aber wie gesagt, das habe ich schon mal besser gefahren, also... Passt das schon? So. Da sagt die Uhrzeit. Wir sind bei 29 Minuten. Eieiei, ich muss hier schneller vorankommen. Vielleicht noch kurz. Es gibt unfassbar viele Kurse zu fahren. 37 Strecken und 100 Varianten davon. Und die meisten davon kann man sogar bei verschiedenen Tageszeiten fahren und bei verschiedenem Wetter. Verschiedenes Wetter gibt es natürlich nicht auf dem Mond. Aber dafür ist es auch hier spaßig, mal hier rumzucruisen. Nämlich, weil ihr hier mit dem Lunar Rover eine neue Bestzeit auf dem Mond fahren müsst. Lustige Idee. Das ist auch so typisch eigentlich für Gran Turismo. Das ist irgendwie, ich glaube, es gibt kein Rennspiel, das sowas machen würde. Nur in Gran Turismo gibt es sowas. Echt eigenartig.
So. Und das Ding geht ab wie Sau. Nicht. So, wir fahren hier fette 22, 23 km/h. Das geht richtig ab. Oh, hier diese Steinbrocken müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht reinrasen. Und das Ding driftet wie Sau. Naja, der Mondstaub ist einfach so rutschig. Aber das Geile ist, das ist nämlich die Schwerkraft vom Mond, weil ihr fliegt im wahrsten Sinne des Wortes in der Gegend herum, weil das Ding einfach ja, nur ein Sechstel der Erdanziehungskraft hat hier. Und deshalb sind so kleine Hügelchen super Sprungschanzen. Da kann man sicherlich ziemlich viel Blödsinn machen. So, hier haut es uns jetzt die Mondsteine links und rechts um die Ohren. So, jetzt aber hier die fette Sprungschanze. Yeah! Passing checkpoint. Gut. Oh nein! Und es haut uns gleich komplett um. Hä? Okay, das war's dann schon. So. Ich gehe jetzt trotzdem gleich wieder raus. Ich will nämlich damit nicht langweilen. So. Im aktuellen Zustand ist Gran Turismo 6 eigentlich unfertig. Die Macher haben ja noch versprochen, es gibt den B-Spec-Modus, also sprich den Teamchef-Modus, wo ihr euren eigenen Computerfahrer engagiert, der dann für euch fährt. Das ist noch nicht drin. Was auch noch fehlt, ist der Streckeneditor. Der sollte ja auch noch riesig werden und irgendwie GPS-Tracking benutzen, wo ihr dann selber eine Strecke abfahren könnt in der Realität und die dann übertragen ins Spiel. Das ist alles noch nicht drin. Bisschen schade, aber naja. Es gibt trotzdem eine Menge an Kram zu tun. Wie gesagt, riesige Karriere mit vielen Cups, Missionsrennen und, das wollte ich noch zeigen, genau, die Kaffeepausen. Es gibt hier Kaffeepausen, dann machen wir die mal mit Kegeln. Hier geht es einfach darum, möglichst viele Kegel in der vorgegebenen Zeit umzustoßen. Diese Idee ist allerdings nicht neu, die gab es schon mal in Gran Turismo 4 Prolog. Ja, das war Prolog, genau. Macht aber nichts, ist immer noch nett, insbesondere wenn ihr mal wieder keinen Bock habt, irgendwie fett rumzurasen, sondern einfach nur ein bisschen, ja, wenn nicht chillen wollt, aber ein bisschen, einfach nur ein bisschen hier, ein bisschen blöd rumfahren wollt. Ah ja, ich habe hier ein paar verfehlt, das war ja schon mal nichts. Eieiei. Das ist ja fast anspruchsvoll hier. Und ich verfiel wieder einige. Das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen. So, dann schauen wir mal. Vielleicht reicht es ja doch noch. Vielleicht reicht es doch noch. Nein, es reicht nicht. Es fehlen 5. Schade. So, wo ist es noch? Der letzte? Nein, es sind noch immer noch 2. Ah, das wird ja nichts mehr. Ja, hier sind 2. Naja, wenn man hier alle trifft, dann dürfte das... Oh, die zählen gar nicht. Ach, die habe ich schon mal angestupst. Dann zählen die wohl nicht. Ja, die zählt auch nicht. Die zählt ja gar nichts mehr. Ich habe es keine Lust mehr. So, auf Wiedersehen. Gut, zurück im Menü. Soviel zur entspannenden Kaffeepause. Da habe ich auch schon extrem viel Zeit investiert, einfach nur um Goldzeiten zu kriegen. So. Was gibt es noch beim Kaffeepause? Es gibt ja noch eine andere Variante, die ist ganz nett, die zeige ich jetzt nicht, die erkläre ich nur kurz. Öko-Herausforderung heißt das. Da müsst ihr mit nur einem Liter Benzin im Tank möglichst weit fahren. In dem Fall müsst ihr jetzt einfach eine Runde auf Suzuka fahren. Das heißt, allerdings müsst ihr möglichst schnell sein, aber trotzdem spritsparend fahren, damit ihr, ja, damit euch das Benzin nicht ausgeht bis zum Ziel. Ziemlich coole Idee. Ich hoffe, da kommt in Zukunft vielleicht noch mehr fette Updates oder so. Gut, ich würde sagen, zum Abschluss, ne Moment, zum Abschluss, bevor es zum Abschluss geht, es gibt ja noch Anpassungsteile. Ganz ähnlich wie im Teil 5 gibt es Aerodynamik-Sätze, Unterboden, Heckflügel, allerdings natürlich nicht für alle Autos. Manche kann man umrüsten mit entsprechenden Flügeln und Spoilern, viele nicht.
Dafür gibt es extrem viele Felgen und Felgenarten. Da könnt ihr auch euch unglaublich viel ansehen, umbauen, wie ihr wollt. Also für Tuner genug zu tun. Bei Boxenservice, da könnt ihr euren Fahrzeug waschen, Öl wechseln und so weiter. Gut, natürlich könnt ihr wieder umlackieren und ihr könnt euren Fahrer neue Ausrüstung verleihen, also neuer Helm, hier zum Beispiel in Schwarz, neuer Rennanzug, so. Oder besondere Outfits, das sind jetzt hier zum Beispiel die NASCAR-Piloten, beziehungsweise deren Overalls. Und dann habt ihr zuletzt natürlich noch die Fotoreise, sprich den Fotomodus, den zeige ich jetzt nicht. Den habe ich, glaube ich, bei Gran Turismo 5 schon gezeigt. Das ist im Grunde fast dasselbe, nur das mit dem Unterschied, dass ihr jetzt zwei Autos auf einmal ablichten könnt. Das ging vorher nicht. Und ich fahre jetzt hier noch den Polyphony Digital Cup in Motegi. Nehme ich noch ein passendes Auto, irgendwas mit um die 500 Leistungspunkte. Richtig, Leistungspunkte ist noch ein Stichwort, falls ihr euch das fragt. LP. Die ganzen Wagen werden nach Leistungspunkten kategorisiert. Da fließt zum einen natürlich die Motorstärke ein, aber auch das Gewicht und das Handling. Und entsprechend sind solche Autos eben zugelassen oder verboten bei bestimmten Wettbewerben. Und ich sehe gerade, ich habe hier gar nicht so viel. Moment, ich muss das hier noch ein bisschen nach. Genau, hier sind jetzt meine ganzen Wagen. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen passenden Wagen finden. Nehmen wir doch einfach den hier. So. Geht nicht, gibt's nicht. Wir haben nämlich zu viel PS. Allerdings können wir jedes Auto runterschrauben in der Leistung. Hier nicht, sondern bei Leistung. So, wir schieben einfach den Leistungsbegrenzer runter. Auf, keine Ahnung, machen wir mal auf so viel. Jetzt hat er 503 Leistungspunkte nur noch. Also ich schiebe hier die Prozente hier runter und oben links seht ihr, wie die Leistungspunkte runtergehen. So, wir haben jetzt 498, das passt. Damit sind wir zugelassen und dann können wir gleich dem Rennen beitreten. Gut, das ist im Grunde Gran Turismo 6. Wenn es mal wieder ein großes Update gibt in Zukunft für den sechsten Teil, dann werde ich wahrscheinlich nochmal so ein kurzes Gameplay, Let's Play, was auch immer, machen. Ansonsten, wenn ihr Gran Turismo Fan seid, ist klar, das Ding müsst ihr einfach kaufen. Es steckt so viel drin, ihr könnt so viel machen. Immer noch, also gerade die Rennen sind immer wieder überraschend. Und vielleicht mache ich auch noch eins, wo man die cooleren Strecken mal sieht. Vielleicht stelle ich die mal noch vor, falls ihr das wollt. Ansonsten, das ist das Spiel. Das ist vielleicht das letzte große Rennspiel auf der PS3. Vielleicht das letzte große Spiel überhaupt auf der PS3. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Rasen. Und ihr könnt das Ganze natürlich abonnieren, die Videos hier. Dann kriegt ihr auch mit, wann hier das nächste Gran Turismo Video am Start ist. Und ich fahre jetzt noch ein bisschen. Macht's gut, bis dahin. Und viel Spaß.